Das Gizeh-Plateau ist wahrscheinlich die bekannteste antike Stätte der Erde. Von der großen Pyramide bis zur Sphinx und darüber hinaus können die meisten wahrscheinlich ihre Augen schließen, um es sich vorzustellen. Doch diese Denkmäler gehören nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den mysteriösesten der Erde. Trotz jahrhundertelanger intensiver Studien sind wir uns immer noch nicht sicher, wer diese Dinge gebaut hat und warum. 8 Kilometer südwestlich des Gizeh-Plateaus, in der alten Nekropole von Sayed al-Aryan, existiert eine Stätte, die das fehlende Teil des Puzzles liefern könnte. Eine Stätte, die den Schlüssel zum Verständnis aller größten Geheimnisse Ägyptens enthalten könnte. Im Mai 1900 forschte ein italienischer Architekt und Ägyptologe namens Alessandro Barsanti an einem Ort, der als Stufenpyramide in Sayed al-Aryan bekannt ist. Barsanti hatte jahrzehntelang für den ägyptischen Altertumsdienst gearbeitet und wurde berühmt für seine Entdeckung des Grabes von Echnaton im Jahr 1891. Aufgrund seiner großen Erfahrung erkannte er schnell, dass die Stufenpyramide seine Zeit nicht wert war. Um 1900 war sie kaum mehr als ein Trümmerhaufen und noch dazu kein besonders beeindruckender. Darüber hinaus waren ihre unterirdischen Kammern unvollendet und frei von Artefakten. Barsanti kam, wie andere vor ihm, zu der Überzeugung, dass es sich bei der Anlage nie um eine fertige Pyramide gehandelt hatte, sondern um eine Pyramide, die begonnen und dann aufgegeben wurde, nachdem der König, der das Projekt in Auftrag gegeben hatte, starb. Entmutigt packte Barsanti sein Team zusammen, um nach Gizeh zurückzukehren und nach einem neuen Projekt zu suchen, das er weiterverfolgen konnte. Auf der Rückreise stolperte Barsanti zufällig über etwas Erstaunliches, etwas, das sein Leben für immer verändern sollte. Anstatt die übliche Straße entlang des Randes der Wüste zurück nach Gizeh zu nehmen, entschied sich Barsanti für einen weniger befahrenen Weg, der entlang eines oberen Plateaus führte, das einen atemberaubenden Aussichtspunkt auf das umliegende Gelände bot. Als er von diesem Plateau hinausblickte, bemerkte er etwas, das seine Aufmerksamkeit erregte. Ungefähr 2,5 Kilometer nördlich der Stufenpyramide schien der Boden mit großen Granitfragmenten sowie einer Art von Granitpulver übersät zu sein, das zurückbleibt, wenn Steine während des Baus poliert werden. Die Implikationen davon wurden Barsanti sofort klar. Wie er in den Notizen festhielt, ich dachte sofort, dass sie auf die Stelle eines Feldes zeigten, wo sie die Blöcke und beweglichen Gegenstände bearbeitet hatten, die für ein großes Grab bestimmt waren, und dass dieses Grab in der Nachbarschaft versteckt werden sollte. Konnte das wirklich möglich sein, fragte sich Barsanti. Ägyptologen führten seit den 1830er Jahren Studien in Sayed al-Aryan durch, und nie zuvor hatten sie etwas anderes als die unscheinbare Stufenpyramide aufgezeichnet. Er musste es herausfinden. In seinen Worten: Ich stieg einen Hügel hinauf, um das gesamte Gelände zu überblicken, und plötzlich erkannte ich südlich des Hügels die Überreste eines riesigen rechteckigen Gebäudes, dessen Mauern kaum aus dem umliegenden Land herausragten. Große Kalksteinblöcke blieben noch an Ort und Stelle, aber die meisten anderen lagen verstreut hier und da zwischen Kalksteinklumpen. Also studierte ich sorgfältig die Anordnung des Geländes und bald bemerkte ich in der Mitte des Plateaus eine kleine Senke, die ein Becken bildete, und eine Art Graben, der von Norden nach Süden verläuft. Am Ende überzeugte ich mich selbst, dass ich in der Nähe eines unbekannten Monuments war, das groß genug war, um gewöhnliche Ausgräber zögern zu lassen. Barsanti war so fasziniert von dem Potenzial dieses unbekannten Denkmals, dass er nach Gizeh eilte und ein Team von 50 Männern zusammenstellte, die am nächsten Tag zu der mysteriösen Stätte zurückkehrten, um eine vorläufige Erkundung durchzuführen. Es dauerte nur 2 Tage, bis Barsanti erkannte, dass seine Intuition richtig gewesen war. Unter der Erde war eine Art immenses rechteckiges Gebäude begraben. Als sie mit den Ausgrabungen begannen, stellte Barsanti und sein Team schnell fest, dass es sich bei dem vermuteten rechteckigen Gebäude tatsächlich um eine riesige, aus Kalkstein gebaute Grube handelte, die tief in die Erde hinabstieg. Darüber hinaus begannen sie zu erkennen, dass die Grube nicht nur von Wüstensand umgeweht worden war,
und sie in den Jahrzehnten vor Barsantis Ankunft vor Forschern verborgen hatte, sondern absichtlich mit einer wirren Masse von Kalksteinblöcken mit einem Gewicht von jeweils 3 bis 4 Tonnen gefüllt worden war, die irgendwann willkürlich hineingeworfen wurden. Langsam begannen Barsanti und sein Team damit, diese Blöcke zu entfernen und gruben dabei immer tiefer in die Grube. Die Arbeit war langsam und mühsam, bis sie am 8. Dezember etwas entdeckten, das nicht nur ihre Motivation neu entfachen, sondern sofort ihre gesamte Wahrnehmung des Ortes verändern würde. In einer Tiefe von 21 Metern stießen sie auf einen großen rosafarbenen Granitblock, der einen Teil der Mauer bildete. Dieser war anders als die Kalksteinblöcke, die sie bis zu diesem Zeitpunkt freigelegt hatten. Rosafarbener Granit ist viel wertvoller und viel schwieriger zu bearbeiten. Er wurde von den alten Ägyptern nicht nur für irgendetwas verwendet, was Barsanti anzeigte, dass die Stätte etwas Besonderes sein muss. Bei weiteren Ausgrabungen fand das Team weitere rosa Granitblöcke, die mit dem ersten verbunden waren, bis sie im Februar 1905 einen riesigen 30 Tonnen schweren rosa Granitblock freilegten, der den Boden der Grube abzugrenzen schien und das Fundament einer Art Pflaster bildete. Barsantis jahrzehntelange Erfahrung sagte ihm, dass dieser Block der Fund war, auf den er gewartet hatte. Ein Hinweis, wie er glaubte, auf den Eingang zu einer unterirdischen Welt, die sicherlich voller Gräber und unsagbarer Schätze war. Was diese Möglichkeit für Barsanti besonders aufregend machte, war, dass er bis zu diesem Zeitpunkt nicht feststellen konnte, wer die mysteriöse Grube gebaut hatte. Bei Ausgrabungen hatten er und sein Team zahlreiche Inschriften gefunden, die in die Steine der Stätte gehauen waren. Seltsamerweise waren Barsanti und andere Ägyptologen in Gizeh und Kairo, denen Barsanti Skizzen geschickt hatte, nicht in der Lage gewesen, die Bedeutung dieser Inschriften zu entschlüsseln, da die Gelehrten sich nicht einig waren, was sie bedeuteten und wem sie zugeschrieben werden konnten. Mit jeder neu entdeckten Inschrift wuchs die Kontroverse. Wenn, wie Barsanti glaubte, unterirdische Kammern unter dem rosa Granit zu finden waren, würden sie die Schöpfer dieser Inschriften enthüllen? Und welche anderen Geheimnisse könnten sie bergen? Barsanti wollte es herausfinden. Und so begann er zu versuchen, unter dem Boden der Grube zu graben, indem er Heber und andere Maschinen verwendete, um den 30 Tonnen Granitblock zu bewegen und darunter zu sperren. Aber als er es tat, fand er einen weiteren riesigen Granitblock und darunter einen weiteren, dann einen weiteren, aufgestapelt und jeder mit einer Rille an den darüberliegenden Block gebunden. Aber warum, fragte sich Barsanti, warum sich die Mühe machen, wertvollen rosa Granit wie diesen unter der Erde zu stapeln? Bevor er diese Frage beantworten konnte, würden Barsanti und sein Team eine weitere Entdeckung machen, die sich als die bemerkenswerteste und rätselhafteste an der ganzen Stätte erweisen würde. Wie Barsanti schrieb, während diese Suche auf der Nordseite fortgesetzt wurde, entdeckte ich am 12. März, fast in der Mitte der Westseite, ein Objekt in völlig neuer Form. Es ist ein ovaler Bottich aus rosafarbenem Granit, poliert wie ein Spiegel, mit einer Tiefe von 1,05 m. Er ist aus einem der Blöcke des Bürgersteigs gehauen, der den Boden der Grube einnimmt. Dieser Bottich allein war nicht nur erstaunlich mit seinen polierten, spiegelähnlichen Seiten und seiner seltsamen ovalen Form, sondern, bemerkte Barsanti, es schien, dass jemand in der Vergangenheit große Anstrengungen unternommen hatte, um ihn zu schützen. In seinen Worten, sie hatten über dem Deckel eine Kalkschicht ausgebreitet und über dem Kalk ein dickes Bett aus gut verteiltem Lehm, das ihn vollständig daran hinderte, mit den darüber gestapelten Kalksteinblöcken in Kontakt zu kommen. Diese waren außerdem regelmäßig platziert worden, nebeneinander auf den Ton, um die kostbare Form mit einer Art isolierendem Schutz zu umschließen. Warum wurde das getan, fragte sich Barsanti. Welche Bedeutung hatte der Bottich, der einen solchen Schutz erforderte? Er glaubte, dass die Antwort im Bottich enthalten sein müsse. Das Ganze war nicht nur sorgfältig geschützt worden, sondern wurde auch von einem dicht schließenden Deckel gekrönt, der aus ähnlich poliertem Granit bestand und mit Gips gegen den Bottich abgedichtet war. Langsam entfernten Barsanti und sein Team den Deckel, aber als sie ihn abhoben, waren sie enttäuscht.
Der Tank des Bottichs war leer. Er enthielt keine Artefakte, keinen großen Schatz, der sorgfältig gehütet wurde. Eigentlich war er nicht ganz leer, wie Barsanti feststellte. Ich habe nur bemerkt, dass die Seitenwände mit einem schwarzen Band ausgekleidet waren, das 0 Meter und 10 Zentimeter hoch war. Wahrscheinlich handelt es sich um die leichte Ablagerung einer Flüssigkeit, die als Opfergabe oder Labsal in den Bottich gegeben wurde und die im Laufe der Jahre verdunstet wäre. Für Barsanti enthüllte diese seltsame schwarze Ablagerung die ungewöhnliche Natur der Wanne. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass dieser Tank ein unbenutzter Sarkophag war, aber ich glaube das nicht. Die Sorgfalt, mit der er geschützt wurde, beweist, dass er etwas enthielt, und die schwärzliche Ablagerung weist auf die Art dieses Inhalts hin. Wäre sie damals leer gewesen, hätte man sie nicht vorsichtshalber unter einer riesigen Menge von Blöcken versteckt. Es war klar, dass das Geheimnis der Grube bei Sayed al-Aryan immer tiefer wurde, und Barsanti glaubte, dass er es lösen musste. Die Ausgrabung wurde fortgesetzt, bis Barsanti und sein Team einen riesigen rosafarbenen Granitblock freilegten, der sich von Wand zu Wand direkt in der Mitte der Grube erstreckte und Barsanti so vorkam, als wäre er dort wie eine Art Korken in den Boden gelegt worden. Was das bedeutete, war sich Barsanti sicher. In seinen Worten markierte dieser riesige, korkartige Block sicherlich den Eingang zu den inneren Wohnungen, die unter der Erde verborgen waren. Als Barsanti seine Arbeit fortsetzte, seine Jagd nach diesen inneren Gemächern, verbreitete sich die Kunde von seinen Heldentaten in ganz Ägypten und in der Welt der Ägyptologie. Viele waren skeptisch, dass er finden würde, wonach er suchte, und entschieden sich stattdessen zu glauben, dass Barsanti sich irrte, dass die Grube in Sayed al-Aryan in Wirklichkeit nur das Fundament für eine Pyramide war, die nie gebaut wurde. Aber dann geschahen ohne Vorwarnung zwei Dinge, die Barsantis Überzeugung zu stützen schienen. Zuerst begannen Barsanti und sein Team am nördlichen Ende der Grube damit, eine sorgfältig fertiggestellte Treppe freizulegen, die steil aus der Grube herausführte. Dies war nicht die Art von Treppen, die für Arbeiter geschaffen wurden. Sie war zu steil und zu gut verarbeitet und wirkte fast zeremoniell. Der Typ, der zu inneren Wohnungen oder Kammern führen kann. Als nächstes geschah etwas noch Unglaublicheres. Am 31. März 1905 kam es zu einem schrecklichen Sturm, der die Wüste mit sintflutartigen Regenfällen bombardierte und die Grube mit über 3 Metern Wasser füllte. Unglaublicherweise sank der Wasserstand in der Grube wenige Stunden nach dem Sturm abrupt um 1 Meter. Sicherlich, behauptete Barsanti, müsse das daran liegen, dass das Wasser in eine Art unterirdische Kammer sickerte, in die versteckten Wohnungen, von denen er glaubte, dass sie darauf warteten, unter der Grube gefunden zu werden. Dies war der einzige Beweis, den Barsanti brauchte, um seinen Glauben zu bestätigen. Und er schwor, seine Bemühungen zu verdoppeln und trieb sich fast in den Wahnsinn, um herauszufinden, was dahinter steckte. Sofort begannen er und sein Team, den rosafarbenen Granitboden der Grube aufzureißen und versuchten, grob durch den Stein in den Boden zu graben. Doch dies erwies sich als äußerst schwierig. Die Blöcke waren riesig und schwer und, was noch schlimmer war, mit einem starken Mörtel versiegelt. Außerdem waren sie wie ein Puzzle ineinander verzahnt und einen zu bewegen bedeutete, das ganze Set zu stören. Bis Ende 1906, immer noch ohne gefunden zu haben, was unter der Grube in Sayed al-Aryan lag, ging Barsanti das Geld aus, was ihn zwang, die Arbeit einzustellen und sein Team nach Hause zu schicken. Aber er würde nicht aufgeben. Jahrelang suchte er nach weiteren Fördermitteln und versicherte allen, die es hören wollten, dass er kurz vor einer erstaunlichen Entdeckung stehe. Schließlich erhielt er 1911 seine Finanzierung und fast 5 Jahre nach seiner Abreise kehrte er zurück, um die Ausgrabungen wieder aufzunehmen. Diesmal würde es Barsanti nicht auf die leichte Schulter nehmen und seinem Team befehlen, die Kalksteinblöcke, die das östliche Ende der Grube bildeten, brutal zu entfernen und einen Tunnel zu graben, der eine einfachere Entfernung des rosa Granitbodens ermöglichen würde. Angesichts des Gewichts der Blöcke, des zementartigen Mörtels und des ineinandergreifenden Musters war die Arbeit die schwierigste, die sein Team je unternommen hatte. Aber für Barsanti bewies dies nur seinen Standpunkt.
Wer auch immer das Gelände gebaut hatte, hatte sich sicherlich so viel Mühe gegeben, die Blöcke des Bodens unbeweglich zu machen, weil sie ein Versteck verbergen sollten. Sicherlich hatten die Erbauer so große Sorgfalt darauf verwendet, etwas zu schützen. Leider war die Arbeit so schwierig, dass Barsanti erneut das Geld ausging, bevor er das Rätsel lösen konnte. Zum zweiten Mal musste er um die Welt reisen, um einen neuen Wohltäter zu finden. Aber bevor er einen finden konnte, brach der Erste Weltkrieg aus und schloss die Stätten Ägyptens für weitere Erkundungen. Dann, im Jahr 1917, starb Barsanti unerwartet im Alter von 59 Jahren. Anstatt Barsantis Arbeit fortzusetzen, vergaßen die Ägyptologen einfach die Städte und ließen das Rätsel, was sich darunter verbarg, ungelöst. Im Laufe der Jahrzehnte füllte sich die Grube langsam mit Sand und wurde ignoriert, bis die Städte in den 1950er Jahren als Kulisse für den Film »Das Land der Pharaonen« von 1954 ausgewählt wurde. Um den Filmset vorzubereiten, wurde die Grube von Sand befreit und die Grube wurde so hergerichtet, wie sie zur Zeit ihrer Entstehung ausgesehen hätte. Dies bot die Möglichkeit, zum ersten Mal atemberaubende Fotos und Videos von der Baustelle aufzunehmen. Fasziniert von den erstaunlichen Aufnahmen, die im Film gezeigt werden, beschlossen zwei italienische Gelehrte, Vito Maraggiolo und Celeste Rinaldi, zum Ort zu gehen und weitere Nachforschungen anzustellen. Bewaffnet mit Barsantis Originalnotizen wollten sie seine Arbeit endlich fortsetzen. Doch als sie Anfang der 1960er Jahre ankamen, stellten sie fest, dass sich die Grube wieder mit Sand gefüllt hatte, der entfernt werden musste, bevor ernsthaftere Untersuchungen begonnen werden konnten. Folglich war das, was sie in ihrer kurzen Zeit vor Ort erreichen konnten, begrenzt. Wie sie in einem Bericht über ihre Arbeit schrieben: Unsere eigenen Vermessungen und Ausgrabungen konnten nur oberflächlich sein und ermöglichten es uns, nur wenige Einzelheiten des rudimentären Überbaus zu bestimmen. Der Grund dafür, dass sie nicht weitergehen konnten, war, dass der Zugang zum Gelände 1964 plötzlich von der ägyptischen Regierung eingeschränkt wurde, die unerwartet Zayed al-Aryan als Standort für eine neue Militärbasis auswählte. Maraggiolo und Rinaldi wurden schnell ausgewiesen und Forscher würden nie wieder einen Blick auf die mysteriöse Grube werfen, deren Geheimnisse inmitten von Militärbungalows verloren gingen. Die Frage ist, warum das ägyptische Militär Zayed al-Aryan als Basis auswählte und den Zugang zu einem so mysteriösen Ort genau in dem Moment einschränken wollte, in dem das Interesse an seinem Mysterium erneuert wurde. Natürlich behaupten heute viele Mainstream-Ägyptologen, dass es kein Rätsel zu lösen gibt, dass die Stätte von Zayed al-Aryan nichts weiter ist als eine unvollendete Pyramide, ihre riesige Grube, die Überreste eines Fundaments sind, das für diese Pyramide begonnen wurde. Sie stören sich nicht daran, dass der Zugang eingeschränkt ist, weil sie glauben, dass es nichts mehr zu untersuchen gibt. Doch wie viele der Proklamationen von Mainstream-Ägyptologen ist die Behauptung, dass die Stätte von Zayed al-Aryan einfach eine unvollendete Pyramide ist, ein Argument mit wenig Beweisen und vielen offensichtlichen Löchern. Zunächst einmal erklärte die einzige Person, die die Stätte jemals offiziell persönlich untersuchte, Alessandro Barsanti, der, wie Sie sich erinnern, ein angesehener Ägyptologe mit jahrzehntelanger Erfahrung war, ausdrücklich, dass er nicht glaube, dass es sich um eine unfertige Pyramide handele. Es könnte gefragt werden, woher die Idee kam, dass es sich um eine unfertige Pyramide handelte, wenn nicht von der Person, die sie tatsächlich untersucht hat. Aber es gibt noch mehr. Wenn die Grube nur das Fundament für eine Pyramide war, warum bestand ihr Boden dann aus riesigen, ineinandergreifenden Granitblöcken, die mit einem starken Mörser zusammengehalten wurden, wie ein ineinandergreifendes Puzzle, das ihre Entfernung verhindern sollte? Warum machte man sich solche Mühe, einen so erstaunlichen und komplexen Boden zu bauen, wenn die Grube nur als Teil eines Pyramidenfundaments mit Kalkstein gefüllt werden sollte? Warum überhaupt rosa Granit verwenden? Wie bereits erwähnt, war rosa Granit sowohl äußerst wertvoll als auch notorisch schwer zu bearbeiten. Um Zayed al-Aryan zu erreichen, müsste rosafarbener Granit aus einem Steinbruch in Assuan, etwa 930 Kilometer entfernt,
Auf riesigen Lastkähnen den Nil hinuntertransportiert und dann kilometerweit durch den Sand gezogen worden sein, um die Städte zu erreichen. Dies scheint eine unglaubliche Verschwendung von Zeit, Mühe und Geld für etwas zu sein, das vergraben werden sollte. Wenn die Grube ein Pyramidenfundament war, warum nicht einfach Kalkstein verwenden? Es geht auch um die an der Stätte gefundenen Inschriften. Wenn es wirklich nichts mehr zu untersuchen gibt, warum können sich Ägyptologen dann bis heute nicht darüber einigen, was die Inschriften bedeuten und woher sie stammen? Und was ist mit dem ovalen Bottich, dem mysteriösesten aller Dinge, den Barsanti während seiner Arbeit auf der Baustelle gefunden hat? Wenn die Grube ein Pyramidenfundament war, welchem Zweck diente dann dieser fein gearbeitete Behälter? Warum wurde er so kunstvoll in ein Oval geschnitzt, was viel schwieriger zu fertigen ist als ein Rechteck, der wie ein Spiegel poliert ist, mit einem perfekt passenden Deckel, wenn er doch nur abgedeckt werden sollte? Und warum sollten sie es so sorgfältig mit Kalk und Ton schützen und es in ineinandergreifende Blöcke des Bodens einbetten, um sein Entfernen zu verhindern? Was war außerdem der schwarze Rückstand, den Barsanti darin entdeckt hatte? Was hatte diese mysteriöse Wanne einmal enthalten? Zusammengenommen ist klar, dass die Behauptung, die Grube von Zayed al-Aryan sei einfach eine unfertige Pyramide, bestenfalls verdächtig und schlimmstenfalls völlig falsch ist. In jedem Fall ist klar, dass ein großes Geheimnis bleibt. Also was war die Grube bei Zayed al-Aryan? In der Neuzeit haben einige begonnen, eine Antwort zu geben. Und sie beginnt 8 Kilometer entfernt auf dem Gizeh-Plateau. Die große Pyramide von Gizeh gilt bis heute als eines der größten Mysterien der Erde. Trotz jahrhundertelanger Forschung sind sich Wissenschaftler immer noch nicht ganz sicher, wie sie gebaut wurde oder welchen Zweck sie hat. Die gängige Meinung besagt, dass sie als Grabmal für den Pharao Khufu aus der 4. Dynastie errichtet wurde. Doch viele haben darauf hingewiesen, dass ihr die Eigenschaften fehlen, die andere Gräber in ganz Ägypten auszeichnen. Es wurden nie menschliche Überreste darin gefunden, ebenso wenig Artefakte, Schmuck oder Kunst oder Haushaltsgegenstände, mit denen ein begrabener Pharao für den Gebrauch im Jenseits begraben wurde. Da es diese Löcher in der Vorstellung von der großen Pyramide als Grab gibt, sind im Laufe der Jahre viele andere Theorien aufgetaucht, die ihren Zweck erklären, von einem astrologischen Tempel bis zu einem Ort zur Lagerung von Getreide und darüber hinaus. Eine der erstaunlichsten Theorien überhaupt entstand in den 1960er Jahren, dank eines Mannes namens Edward Kunkel. 1962 veröffentlichte Kunkel ein Buch mit dem Titel Pharaoh's Pump, das die Welt der Ägyptologie erschütterte. Darin argumentierte er, dass die Passagen und Kammern in und unter der großen Pyramide die Leitungen und Reservoirs einer riesigen Wasserpumpe waren, die dazu verwendet worden wäre, Wasser in die Wüste zu schicken, um das Land zu bewässern. Laut Kunkel enthielt die Pyramide tatsächlich zwei Pumpen, eine unterirdisch, dargestellt durch die mysteriöse unterirdische Kammer der Pyramide, und die andere oberirdisch in der mittleren und oberen Kammer. Zusammen würden sie zwei Ströme erzeugen, die Pyramide durch Schächte an der Nord- und Südseite verlassen würden. Es überrascht nicht, dass Kunkels Arbeit große Skepsis hervorrief, nicht nur bei Ägyptologen, die Theorie rundweg ablehnten, sondern auch bei Ingenieuren, die darauf hinwiesen, dass Kunkels Entwurf die Erzeugung eines Vakuums, eine Reihe von Ventilen erfordert hätte und eine Art von brennbarem Kraftstoff und eine Verbrennungskammer zum Antrieb der Pumpe. Da sie jedoch nicht an die gleichen Einschränkungen wie die Mainstream-Ägyptologie gebunden waren, begannen viele Ingenieure, sich Kunkels Arbeit genauer anzusehen und erkannten, dass sie nicht völlig unbegründet war. Während Kunkels Zwei-Pumpen-Design wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, stellten einige Ingenieure fest, dass eine Wasserpumpe tatsächlich sinnvoll sein könnte. Eine Wasserpumpe ist ein einfaches Gerät, das seit Jahrhunderten verwendet wird, um Wasser aus einem Reservoir an einen anderen Ort zu befördern, indem es zwei bewegliche Teile und die Schwerkraft nutzt. Hätten die Erbauer der großen Pyramide wirklich eine Wasserpumpe von solch gewaltigem Ausmaß erschaffen können? Als sich die Möglichkeit eröffnete, griffen andere Forscher und Gelehrte die Idee auf
und entwarfen ein theoretisches Layout, bei dem die große Pyramide mit Wasser aus dem westlichen Nil und dem nahegelegenen Mörissee gespeist wurde, die sich jeweils auf einer höheren Höhe befanden und machten sie laut den Forschern zu perfekten Quellen für ein schwerkraftgespeistes Wassersystem auf dem Gizeh-Plateau. Einige glaubten sogar, dass die Stützmauer, von der bekannt ist, dass sie einst den Pyramidenkomplex umgab, ein Damm für ein Reservoir vor Ort gewesen sein könnte. Als immer mehr Menschen zu der Überzeugung kamen, dass die große Pyramide wirklich eine riesige alte Wasserpumpe gewesen sein könnte, wurden sie von einem einfachen, übergreifenden Argument unterstützt: der Wirtschaftlichkeit. Denken Sie darüber nach. Die große Pyramide besteht aus 2,3 Millionen Blöcken, die jeweils zwischen 25 und 80 Tonnen wiegen, was bedeutet, dass der Bau 20 Jahre gedauert hätte, wenn Arbeiter 12 Blöcke pro Stunde, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bewegt und verlegt hätten. Darüber hinaus wurde geschätzt, dass die Erstellung der Pyramide, angepasst an moderne Dollarwerte, mehr als 5 Milliarden US-Dollar gekostet hätte. Warum all die Mühe und all diese Kosten nur für ein Grab auf sich nehmen? Offensichtlich hatten die ägyptischen Pharaonen mehr Spielraum als moderne, demokratisch gewählte Autoritäten, aber sie waren nicht völlig losgelöst von den Realitäten der Finanzen und der Wirtschaft. Wäre es nicht sinnvoller, sich all diese Mühe für etwas zu machen, das eine höhere Kapitalrendite bringt, wie zum Beispiel eine Wasserpumpe, mit der sie ihre Zivilisation bewässern und ihr Volk ernähren können? Hier müssen wir einen Schritt zurücktreten, um auf den Punkt zu kommen. Wenn die große Pyramide wirklich eine riesige Wasserpumpe war, dann muss sie das Wasser irgendwo hingepumpt haben. Hier haben einige die Punkte miteinander verbunden und sind zu der mysteriösen Grube bei Zayed al-Aryan zurückgekehrt. Sie glauben, dass die Stätte keine unfertige Pyramide war, sondern ein Abflussort für Wasser, das von der großen Pyramide gepumpt wurde, der riesigen Grube, die als Reservoir für von unten hineingepumptes Wasser konzipiert war. Sie betrachteten die ovale Wanne und wie fest sie mit Lehm und Kalk versiegelt war und vermuten, dass das Wasser vielleicht hier heraufkam. Vielleicht war es zu einer Zeit, als die Pumpe nicht mehr benutzt wurde, versiegelt worden, um ein Auslaufen zu verhindern, und die Grube wurde schließlich später mit einem Wirrwarr von Kalksteinblöcken gefüllt, als ob eine Quelle begraben würde. Denken Sie daran, als Barsanti diese Blöcke geräumt hatte, war das Wasser eines sintflutartigen Regensturms in den Boden gesickert. Barsanti dachte, dies sei auf das Vorhandensein versteckter Wohnungen zurückzuführen. Aber vielleicht lag es tatsächlich daran, dass Wasser in ein ungenutztes unterirdisches Wassersystem sickerte. Könnten die Menschen früher wirklich ein unterirdisches Bewässerungssystem gebaut haben, das von einer mächtigen Pumpe angetrieben wurde und sich bis nach Zayed al-Aryan und über ganz Ägypten erstreckte? In der heutigen Zeit wurde die Forschung zu diesem Thema fortgesetzt und tatsächlich beginnt die Wissenschaft zu enthüllen, dass es noch um viel weiteres gehen könnte, als nur Wasser zur Bewässerung zu pumpen. Anfang 1999 durchsuchte ein Schiffsingenieur namens John Cadman die Regale in einem Antiquariat, als er über ein altes, staubiges Exemplar eines äußerst ungewöhnlichen Buches stolperte, das von einem gewissen Edward Kunkel geschrieben wurde und den Titel Pharaoh's Pump trug. Als Experte für Hydraulik faszinierte das Buch Cadman, also kaufte er es und nahm es mit nach Hause. Als er anfing, es genauer zu lesen, stellte er schnell fest, dass Kunkels Idee nicht so lächerlich war, wie zunächst angenommen. Cadman wollte mehr wissen und begann, alles über die große Pyramide zu erfahren, was er konnte. Was er entdeckte, zog ihn sofort in seinen Bann. Die unterirdische Kammer der großen Pyramide sah auf unheimliche Weise aus wie der Grundriss einer Wasserpumpe. Er führte seine Nachforschungen weiter und stellte anhand von Fotos fest, dass die unterirdische Kammer offensichtliche Anzeichen von Wasserschäden aufwies, insbesondere an der Decke, wo Anzeichen von Kavitation, die durch Gasblasen im Wasser aufgrund heftiger Aufwirbelung verursacht wurden, offensichtlich und deutlich waren Schäden durch auftretende Kompressionswellen. Mit anderen Worten, die unterirdische Kammer konnte nicht nur theoretisch als Wasserpumpe funktionieren, sondern nach Cadmans geschulten Augen schien sie auch als solche genutzt worden zu sein.
An diesem Punkt wusste Catman, was er tun musste. Er musste auf seine jahrelange Erfahrung mit Hydraulik zurückgreifen und sein eigenes, maßstabsgetreues Modell der Pyramide und ihrer unterirdischen Kammer erstellen, um zu sehen, ob sie wirklich als Wasserpumpe funktionieren würde. Im Juli 1999 baute er sein erstes Modell, wobei er einen nahegelegenen Fluss als Stausee nutzte. Leider funktionierte das Modell nicht. Zuerst leckte es, dann knackte es und pumpte nicht wie erhofft Wasser. Aber so schnell würde Catman nicht aufgeben. Er baute ein weiteres Modell, dann ein weiteres, die beide das gleiche Schicksal erlitten wie das erste. Aber bei seinem vierten Versuch machte er alles richtig. Und sehr zu Catmans Freude funktionierte seine Pumpe. Dies bewies Catman zweifelsfrei, dass die große Pyramide als riesige Wasserpumpe hätte funktionieren können und dass dies sicherlich kein Zufall war. Es sei klar, behauptete er, dass die Schöpfer der unterirdischen Kammer der großen Pyramide genau gewusst hätten, was sie taten. Dies war der Durchbruch, auf den die Anhänger von Edward Kunkels Originalwerk in den 1960er Jahren gewartet hatten, der greifbare Beweis, dass eine Wasserpumpe in der großen Pyramide mehr als nur Spekulation war. Und doch, als Catman seine Forschungen fortsetzte, wurden die Ergebnisse noch überwältigender und gingen tatsächlich weit über das bloße Pumpen von Wasser hinaus. Nachdem er bewiesen hatte, dass die unterirdische Kammer der großen Pyramide als Wasserpumpe funktionieren könnte, baute Catman ein neues, größeres Modell und schloss es in Beton ein, um die Auswirkungen der unterirdisch arbeitenden Pumpe zu simulieren. Er brachte das Modell, das über 500 Pfund wog, an einen saisonalen Bach mit einem Teich, der als Reservoir diente. Als dieses Modell zu arbeiten begann, bemerkte Catman sofort etwas, das ihn schockierte. Die in Beton eingeschlossene Pumpe erzeugte eine vertikale Kompressionswelle, einen wiederkehrenden herzschlagähnlichen Schlag, der in 6 Meter Entfernung durch den Boden zu spüren und in mehr als 30 Meter Entfernung zu hören war. Catman erkannte, dass das, was er konstruiert hatte, weit über eine Wasserpumpe hinausging. Aufgrund der starken Wellen, die erzeugt wurden, benannte Catman das Gerät Impulsgenerator. Das hat wirklich alles verändert. Wenn die unterirdische Kammer der großen Pyramide Pulswellen erzeugte, hätten sich diese Wellen durch die oberen Granitkammern und Gänge der Pyramide bewegt und aufgrund der reflektierenden Eigenschaften des Granits eine Ionisation in der Atmosphäre erzeugt, die tatsächlich ein elektrisches Feld erzeugte. Einfacher ausgedrückt, hätten die von der unterirdischen Pumpe erzeugten Impulse mit dem Granit der Pyramide zusammengearbeitet, um Strom zu erzeugen. Es schien, dass Catman nicht nur bewiesen hatte, dass die große Pyramide als Wasserpumpe fungieren konnte, um Wasser zur Bewässerung durch Ägypten zu bewegen, sondern tatsächlich auch Strom erzeugen konnte. Könnte das wirklich möglich sein? Natürlich wissen diejenigen, die diesen Kanal kennen, dass die Idee der großen Pyramide als elektrischer Generator nicht mit John Catman begann. Tatsächlich tauchte dies bereits um die Wende des 20. Jahrhunderts an prominenter Stelle in der Arbeit des berühmten Erfinders Nikola Tesla auf. Wenn Sie mit der Größe von Tesla nicht vertraut sind, sollten Sie sich unser vollständiges Video über Teslas geheime Erfindungen, die verloren gingen oder zensiert wurden, ansehen. Aber während viele von Ihnen die Arbeit von Tesla bereits kennen, sind Sie sich vielleicht auch nicht seiner Besessenheit vom alten Ägypten und insbesondere den Pyramiden bewusst, die er im Detail studiert hat, über die er geschrieben und in seine Arbeit aufgenommen hat. Stellen Sie sich vor, Tesla reichte 1905 ein Patent mit dem Titel »Kunst der Übertragung elektrischer Energie durch ein natürliches Medium« ein, das das Design für etwas namens Teslas elektromagnetische Pyramide enthielt. Er ergänzte sein Genie mit dem, was er über das alte Ägypten gelernt hatte, und seine Idee war es, eine riesige pyramidenähnliche Struktur zu verwenden, um Energie in den Himmel zu projizieren, wo sie dann von einzelnen Rezeptoren auf der ganzen Welt genutzt werden könnte. Interessanterweise baute Tesla tatsächlich ein Modell seiner elektromagnetischen Pyramide, die als Wardenclyffe Tower bekannt ist, eine 57 Meter hohe Struktur, die mit einer 55 Tonnen schweren Kuppel aus leitfähigem Metall gekrönt ist.
Leider verlor Tesla seine Finanzierung, bevor er endgültig beweisen konnte, dass sein Modell Energie erzeugen kann, und das Projekt wurde eingestellt. Und doch, obwohl Teslas Arbeit an elektromagnetischen Pyramiden verschwand, verschwand die Idee nicht. Dank Tesla begannen viele, die große Pyramide mit neuen Augen zu betrachten, insbesondere ihre ursprüngliche Beschaffenheit, bedeckt mit weißen Kalksteinblöcken, die für ihre unvergleichlichen Isoliereigenschaften bekannt sind, ihre Tunnel und Kammern darunter, die mit Granit ausgekleidet sind, ein bekannter elektrischer Leiter. Dies wäre einfach der perfekte Aufbau gewesen, wenn die Absicht gewesen wäre, Elektrizität zu erzeugen und zu nutzen. Kleine Granitkanäle mit elektrischer Leitfähigkeit, die von einer Isolierung umgeben sind, ähnlich wie in Gummi umhüllte Kupferdrähte in modernen elektronischen Geräten. Darüber hinaus ist bekannt, dass die große Pyramide ursprünglich von einem Deckstein aus Gold gekrönt wurde, einem der elektrisch leitfähigsten Materialien der Erde. Ähnlich wie Teslas Wardenclyffe Tower mit einer 55 Tonnen schweren Metallkugel gekrönt wurde. Mit anderen Worten, wenn die große Pyramide für Elektrizität konzipiert war, hätten ihre Erbauer es nicht besser machen können. Und wenn nicht, wären sie durch einen historischen Zufall zufällig auf das perfekte Design gestoßen. In der Tat war der Beweis so eindrucksvoll, dass sich die Idee bis in die Neuzeit weiterentwickelt hat. Christopher Dunn ist ein Maschinenbauingenieur, der seit mehr als einem halben Jahrhundert auf höchstem Niveau in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig ist. In den 1970er Jahren begann Dunn, sich für die Mysterien der großen Pyramide von Gizeh zu interessieren. Parallel zu seinem Hauptberuf in der Luft- und Raumfahrtindustrie begann er seine Freizeit damit zu verbringen, die Cheops-Pyramide aus maschinenbaulicher Sicht zu erforschen. Langsam aber sicher kam er zu dem Glauben, dass hinter der Pyramide mehr steckte, als es den Anschein hatte. In seinen Worten: "Ich kam zu dem Schluss, dass mit einer solchen Investition von Ressourcen und der extremen Präzision, die in das Gebäude hineingearbeitet wurde, es ein Gebäude war, das als Maschine funktionierte und die Maschine dazu diente, Energie aus der Erde zu gewinnen. Ich wurde inspiriert zu forschen und herauszufinden, wie diese Maschine funktioniert." Mehr als 20 Jahre lang führte er diese Forschung durch, wurde zu einem prominenten Experten auf diesem Gebiet, veröffentlichte Dutzende von Artikeln und trat als vertrauenswürdige Stimme im Mainstream-Fernsehen auf. 1998, ein Jahr vor John Cadmans legendären Experimenten, die die elektrische Kapazität der großen Pyramide bewiesen, veröffentlichte Dunn schließlich seine wegweisende Arbeit. Das Buch The Giza Power Plant beschrieb akribisch ein System, in dem die große Pyramide seismische Energie aus der Erde zog und in der Königskammer Strom durch die Verwendung von Wasserstoff erzeugte, der durch eine chemische Reaktion in der Königskammer erzeugt wurde. Dunns Arbeit war so bahnbrechend, dass sie Forscher auf der ganzen Welt dazu inspirierte, seinem Beispiel zu folgen. Seit mehr als 2 Jahrzehnten wird die Forschung fortgesetzt und erweitert, jedes Jahr nur noch erstaunlicher. Tatsächlich nimmt die Wissenschaft und insbesondere die Mainstream-Wissenschaft mehr denn je die Idee der großen Pyramide als elektrischen Generator ernst. Tatsächlich wurde 2018 im renommierten Journal of Applied Physics eine Studie veröffentlicht, die die Reaktion der großen Pyramide auf Radiowellen untersuchte und zu dem Schluss kam, dass die Pyramide tatsächlich elektromagnetische Energie in ihren inneren Kammern sowie unter ihrer Basis konzentrieren könnte, was die Forschung von Cadman und die Ideen von Tesla zu bestätigen scheint. Dann, im Jahr 2019, wurde von den Ägyptologen James Brown sowie J.J. und Desiree Hertag ein neues Buch mit dem Titel Giza's Industrial Complex veröffentlicht, das auf der Arbeit von Dunn aufbaut und darauf hindeutet, dass das gesamte Gizeh-Plateau als Energieerzeugungszentrum fungiert. Den Autoren zufolge wurden die Strukturen um und unter dem Plateau so konzipiert, dass sie einen ausgeklügelten Prozess der Wasserspaltung aktivieren, der es ermöglichen würde, Wasserstoff als Brennstoffquelle zu nutzen. Wie sie es in ihrem Buch ausdrücken: "Es gibt gute Beweise dafür, dass die große Pyramide eine gigantische Wasseraufbereitungsanlage war, um elektrifiziertes Wasser zu erzeugen." Es ist bezeichnend dafür,
Wie weit die Idee der großen Pyramide als elektrischer Generator gekommen ist, dass das Buch und die Idee nicht sofort als lächerlich abgeschrieben wurden. Anstatt verspottet zu werden, gewann das Buch tatsächlich Preise, darunter den renommierten New York City Big Book Award. Wiederum sieht die Mainstream-Wissenschaft mehr denn je die Möglichkeit der großen Pyramide als elektrischen Generator als durchaus möglich an. Lassen Sie uns in diesem Sinne dorthin zurückkehren, wo wir begonnen haben, zu Zayed al-Aryan. Könnte die Grube in Zayed al-Aryan durch unterirdische Passagen mit der großen Pyramide verbunden gewesen sein, die zum Bewegen von Wasser verwendet wurden, wie viele nahegelegt haben, aber nicht zum Zwecke der Bewässerung, sondern zum Bewegen von elektrifiziertem Wasser, das verwendet wurde, um eine alte Zivilisation zu befeuern, wie Brown und Hurtax angenommen haben? Vielleicht hat das etwas mit den schwarzen Rückständen zu tun, die Barsanti in der ovalen Wanne in der Grube gefunden hat. Könnte dies ein Beweis für eine Art elektrisches Brennen oder einen chemischen Prozess sein, die polierte, spiegelähnliche Wanne, der Ort, an dem Strom erzeugt wurde? Vielleicht wurde die Forschung auf dem Gelände deshalb 1964 so abrupt eingestellt, weshalb es jetzt in einem gut bewachten Militärgebiet eingeschlossen ist. Vielleicht liegt unter der Grube von Zayed al-Aryan, versteckt in einem Gebiet, das Alessandro Barsanti so sehr zu erreichen versuchte, der Beweis für ein elektrisches altes Ägypten, die Art von Geheimnissen, die unser Verständnis der Menschheitsgeschichte völlig verändern würden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um zukünftige Benachrichtigungen zu erhalten.